Der von Bund und Ländern vereinbarte Lockdown wurde kürzlich bis zum 14. Februar verlängert. Das in Münster ansässige LWL-Museum für Kunst und Kultur hat als Reaktion auf die seit Oktober andauernde Schließzeit Vorkehrungen getroffen, sodass die Ausstellung auch von zu Hause genossen werden kann. Wir haben mit der verantwortlichen Kuratorin Dr. Petra Marx gesprochen. Ich bin seit 15 Jahren die Kuratorin für die Mittelalterabteilung. Eigentlich heißt es bei uns wissenschaftliche Referentin. Ich bezeichne mich selber als Kuratorin. Man könnte sogar ganz gestellt Kustodin sagen. Das ist eigentlich der alte Begriff für diejenigen, die für Sammlungen zuständig sind. Und ja, ich habe das große Glück, die wunderbaren mittelalterlichen Skulpturen und Tafelbilder zu betreuen, wissenschaftlich, aber eben auch Ausstellungen zu organisieren. Die Ausstellung Passion Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle, spielt schon im Titel mit den Erwartungen der BesucherInnen. Also es war für mich immer der Arbeitstitel Passion Leidenschaft. Ich fand das ganz witzig, diese Doppelung, weil Passion heißt ja auch, also als Passion zum Beispiel, Leidenschaft. Also es ist die Leidenschaft der Leidenschaften. Ein Zustand, in dem ich mich durchaus auch während der Vorbereitungszeit befunden habe, mit allen Höhen und Tiefen, Frust und Freude. Der zweite Teil, die Kunst der großen Gefühle, soll das dann konkreter machen. Der erste Teil ist ja sozusagen so ein Teaser. Was ist das? Und dann kommt der zweite Teil, die Kunst der großen Gefühle. Und da geht es darum, dass ich mir überlegt hatte, eine Ausstellung zu machen, in der es um figürliche Darstellungen, also menschliche Körper in Skulptur und Tafelmalerei geht, die Gefühle, starke Gefühle vermitteln, und zwar in ihrer Mimik und ihrer Gestik. Die mimische Darstellung von Gefühlen wurde zuletzt aufgrund der Maskenpflicht für uns schwieriger. Frau Dr. Marx verrät uns jedoch, wie man dennoch Emotionen und Leidenschaft nach außen tragen kann. Im Grunde wissen wir das ja, aber wir denken vielleicht nie so bewusst darüber nach, dass wir natürlich mit unserem Gesicht sowieso, mit unserer Mimik, aber auch mit unserem Körper, mit unserer Körpersprache unsere Gefühle vermitteln. Und das macht ja dann die bewusste Auseinandersetzung auch gerade in der Kunst so spannend. Also ich kann ja auch schon hier, indem ich, weiß nicht, die Schultern hochziehe oder diese Geste mache, meine Gefühle zum Ausdruck bringen, abgesehen jetzt eben von meinem Gesicht. Und diese Körpersprache ist eben, wie gesagt, ganz zentral. Und es gibt ganz, ganz witzige Versuche, habe ich auch Zeitungsartikel gelesen, dass man also trotz der Maske, also wenn man diesen Bereich hier bedeckt hat, dass man versucht, mit den Augen zu sprechen. Also Lachen und Lächeln geht ja ganz gut, indem man die Augen so ein bisschen zusammenkneift. Und dann entstehen eben diese Lachfalten. Ansonsten ist es schwierig, aber ich glaube, mir selber, also habe ich das schon so festgestellt, wenn ich Führungen mache oder überhaupt, wenn ich spreche, ich glaube, ich neige dazu, auch inzwischen mehr zu gestikulieren, also und durch die Gestik ein bisschen das auszugleichen, was in der Mimik nicht gezeigt werden kann. Die Maskenpflicht ist allerdings nicht die einzige Schwierigkeit, die die Ausstellung begleitet. Als wir die Ausstellung vorbereitet haben, also seit einem Jahr, wir hatten ja gestern das Jubiläum sozusagen, dass der erste Corona-Patient in die Klinik gekommen ist. Und dann ging das ja alles sehr schnell. Und die Vorbereitungen waren natürlich schon überschattet von Corona, weil wir nicht wussten, ob diejenigen, die sogenannten Kuriere, also die unsere Kunstwerke dann begleiten für den Aufbau im Herbst, ob die alle dann so einreisen können. Und tatsächlich mussten zum Beispiel die aus Österreich, die mussten dann schon einen negativen Corona-Test vorlegen, um überhaupt die Kunstwerke zu uns nach Münster begleiten zu können. Da sind wir aber gut durchgekommen. Wir waren alle ganz happy. Alle Kunstwerke sind gekommen. Es gab keine negativen Auswirkungen auf die Ausstellung. Und dann im Sommer und im Herbst sah es ja so aus, als ob das alles jetzt pünktlich laufen würde. Wir haben also dann ganz glücklich eröffnet am 9. Oktober. Natürlich mit einer reduzierten Eröffnung. Wir konnten nicht so viele Leute dabei haben. Ja, und dann ging es 3 Wochen gut und wir hatten auch guten Zuspruch. Und dann kam der erste Lockdown, der dann auch gleich die Museen betroffen hat. Wir haben natürlich erstmal gedacht, dann haben wir geschlossen und dann wird das mit Corona hoffentlich besser werden und dann werden wir nochmal aufmachen. Und so haben wir uns eigentlich von Woche zu Woche gehangelt mit der Hoffnung, wieder die Ausstellung eröffnen zu können. Und irgendwann hat sich ja diese Hoffnung dann zerschlagen. Also das war dann also Ende Dezember, Anfang Januar, dann kam der harte Lockdown und es war klar, dass wir keine Chance mehr haben, auch nicht mehr die letzten beiden Wochen die Ausstellung aufzumachen.
Aber auch im LWL-Museum wird die Flinte nicht ins Korn geworfen. Das Museum reagiert mit einer Verlagerung in den digitalen Raum, damit die BesucherInnen doch noch die Ausstellung erleben können. Also es gab schon vorher digitale Formate, also man konnte so ein sogenanntes Digitorial sich angucken, konnte man so ein bisschen in der Ausstellung nachgehen. Es gibt Fotos natürlich der Ausstellung, es gibt einen ganz fantastischen Tanzfilm vom Tanztheater Münster, der in den Räumen gedreht worden ist. Podcasts, also mit mir, mit einer Emotionshistorikerin. Und so weiter. Also wir haben schon viel gehabt, aber dann haben wir noch mal richtig draufgelegt, um einfach noch möglichst viele Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung zu bekommen. Und diese Formate, die laufen jetzt. Also ich bin eigentlich auch jeden Tag in Führungen. Gestern habe ich auch zwei gemacht. Und zwar gibt es zwei verschiedene Formate. Also einmal die Instagram-Führungen. Die gehen also nur auf Instagram und werden mit dem Handy gemacht. Die werden von Kunstvermittlerinnen gemacht zu einzelnen Objekten. Und es gibt noch das Format, das heißt dann so hochtrabend Curator's Choice. Und die mache ich immer donnerstags um 17 Uhr und stelle die einzelnen Kapitel vor. Also ein bisschen größer gefasst als das andere Format. Und die zeichnen wir auch auf und die kann man auf Instagram dann abrufen und die werden auch auf unserer Homepage dann gespeichert. Und das andere sind Führungen per Zoom. Also wir sind jetzt auch, sage ich mal, endlich dazu gekommen, mit Zoom arbeiten zu können bei uns im Museum. Und das geht ganz gut. Das heißt, ich hatte gestern zum Beispiel zwei Führungen. Also einmal eine Gruppe, da waren nur fünf, sechs Leute. Da habe ich sogar mit denen dann auch noch gesprochen. Also die konnten Fragen stellen und so weiter. Und abends hatte ich dann 60, 70 Leute, da war das schwieriger. Aber wir haben aber jetzt auch ein Mikro, mit dem das ganz gut geht. Also wir sind aktuell dabei, das auch alles zu lernen. Also ich persönlich auch. Ich war nie ein Freund von Instagram, aber ich kannte es auch gar nicht richtig. Und jetzt finde ich das ganz toll, was ich da alles entdecken kann. Und ja, also habe da selber Schritte gemacht, aber das Museum insgesamt hat sich da auch sehr weiterentwickelt. Die Online-Führung ist natürlich ein Notbehelf und sollte nicht die Regel sein, weil für die Besucher und Besucherinnen ist natürlich das Erlebnis des Originals und des Raums ganz entscheidend. Also wir haben natürlich die Räume unterschiedlich farblich gestaltet. Also es sind wunderschöne Räume auch und auch das gehört ja zu einem Museumsbesuch dazu, dass man sich in diesen Räumen bewegt und dass man eigentlich in einer anderen Atmosphäre ist, in einer besonderen Atmosphäre. Das ist man dann zu Hause auf dem Sofa nicht, also wenn man das auf dem Bildschirm sieht. Aber es gibt tatsächlich einen Vorteil, wie wir jetzt rausgefunden haben. Und zwar können wir mit viel mehr Menschen, mit viel größeren Gruppen durch die Ausstellung gehen. Also ich hatte jetzt gestern, wie gesagt, so 60, 70 Personen. Und letzte Woche hatte ich eine Führung mit dem Freundeskreis des Museums, da waren es 170. Und das ist natürlich dann eine stolze Zahl und das ist aber auch, ich sage jetzt mal so, wirklich der einzige Vorteil von diesen Online-Führungen. Auch die Pandemie wird auf lange Sicht enden. Unklar ist, in welcher Form die digitalen Errungenschaften der letzten Monate im Museum beibehalten werden. Ich glaube, dass auch jetzt schon bei den digitalen Formaten wir einen größeren Radius hatten, dass Leute von weiter weg sich dazugeschaltet haben und dass das natürlich auch ein großer Vorteil ist, das muss man natürlich auch sagen. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass durch die Corona-Pandemie und die ja erzwungene Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, wir auch mehr digitale Angebote haben werden. Es gab auch Feedbacks, also jetzt auch habe ich persönlich erlebt von Müttern mit kleinen Kindern, die gesagt haben, das ist ja wunderbar, dann können wir auch mal durch die Ausstellung gehen. Wir haben das vorher nicht so angeboten, weil wir vielleicht auch gedacht haben, naja, das ist eine Konkurrenz, wir machen uns selber Konkurrenz, wir wollen ja, dass die Leute ins Museum kommen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Also weil die Mehrheit wird schon kommen wollen, weil es um die Originale geht und um die Atmosphäre. Aber diejenigen, die eben nicht kommen können, die haben jetzt eine neue Möglichkeit, auch daran teilzunehmen. Nichtsdestotrotz, die Stoßrichtung der Museen bleibt eindeutig, es muss wieder geöffnet werden. Ich hoffe einfach, dass die Museen überhaupt bald wieder aufgemacht werden. Es gab jetzt einen Brief, der war unterschrieben auch von unserem Direktor, von Herrn Dr. Arnold aus dem Leipziger Kreis. Das ist so eine Verbindung von 50, 60 Museumsdirektoren, Direktorinnen aus ganz Deutschland an Frau Grütters.
mit dem Hinweis, dass die Museen ja eigentlich aufgrund ihrer Räumlichkeiten und des Personals, und man kann das alles steuern, eigentlich sehr sichere Orte sind und dass man vielleicht doch sich überlegt, die nicht ganz bis zum Schluss geschlossen zu lassen. Wir können auch einzelne Besucher haben, wir könnten Schulklassen haben, wie auch immer. Also ich denke mal, wir hoffen alle sehr, dass der Zustand sich bald wieder ändert. Lässt man die Existenzsicherung mal beiseite, fehlt schlicht und ergreifend die verdiente Wertschätzung. Daher bietet das Museum für die letzten beiden Ausstellungswochen an einigen festen Terminen kostenlose Online-Führungen an. Und für alle, die sich dieses Erlebnis noch etwas länger bewahren wollen, hat das Museum einen Katalog erstellt. Jetzt schon während der Zeit, wo wir geschlossen sind und auch danach, machen wir sehr stark und intensiv Werbung für unseren wunderbaren Ausstellungskatalog. Und das möchte ich auch gerne an dieser Stelle tun. Ich habe diesen Katalog konzipiert und es sind Aufsätze enthalten von Kunsthistorikern, Medizinhistorikern, Emotionshistorikerinnen, darunter die berühmte Professorin Ute Frevert vom Berliner Max-Planck-Institut, die was über Emotionen in der Politik geschrieben hat. Also wir decken ein ganz breites Feld ab. Es ist nicht nur ein Katalog zu dieser Ausstellung, sondern eigentlich ein Handbuch zu dem Thema große Gefühle in der Kunst von der Antike bis in die Gegenwart. Und wir haben natürlich alle Objekte schön abgebildet. Es gibt, also es ist auch ein schönes Bilderbuch mit Texten zu den einzelnen Kunstwerken und kostet 29 € und kann per Mail bei uns im Museum bestellt werden. Mit dem Katalog endet die Ausstellung Passion Leidenschaft somit doch noch im Analogen. Es wird an Altem festgehalten. Die in der Not geborenen Ideen könnten dennoch ganz neue Perspektiven eröffnen. Das Virus macht eben auch erfinderisch.